da bin ich wieder. Diesmal gibt es das Verbalsuffix, das Jodoshi Kemu. Das hat zwei Anwendungsmöglichkeiten. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich nur ein Video dazu machen möchte. Ich mache aber doch zwei. Das war wieder das Wackelkontaktlicht, keine Panik. Die erste Bedeutung ist relativ einfach. Das ist eine von denen, die man auch wieder so quasi unter den Tisch fallen lassen kann, wie sie öfters mal bei Verbalsuffixen der Vermutung vorkommt. Das ist nämlich einfach irgendwie, dass es attributiv vorkommt als eine Umschreibung für irgendwas. Ich habe ein Gedicht ausgewählt und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum da so viel Text steht. Das ist Gedicht Nummer 851 aus dem Kokin Wakashu, ein Trauergedicht von Kino Tsurayuki. Und damit wir ein bisschen Wiederholung auch dabei haben, habe ich mir gedacht, werde ich das Vorwort dazu auch mal mit reinnehmen in diese Lektion. Damit fangen wir auch an. Das Vorwort endet hier und ich lese es erstmal getrennt vor und mache die Analyse dazu auch mal separat. Also, Aruji Nimakari ni keru hito no ie no baika o mite yomeru. Das Vorwort sagt halt immer an, zu welchem Anlass ein Gedicht verfasst wurde. Wie wir hier feststellen, yomeru bedeutet ja modern japanisch lesen, kann aber auch, besonders in vormodern japanisch, ein Gedicht verfassen oder etwas dichten heißen. Also es wurde gedichtet und dann haben wir mite, das ist das Verb miru, sehen, in der Renyoke plus die Partikel, die Joshi, te. Also etwas sehend dichten oder sehen und dichten. Aber hier ist es ja modal gebraucht, also etwas sehend dichten. Okay, wen oder was sieht man? Baika. Wahrscheinlich kann man es auch Umenohana lesen, aber ich habe als Lesung erstmal nur Baika gefunden. Die Pflaumenblüte und die ist durch mehrere Attribute näher erläutert. Nämlich Pflaumenblüte eines Hauses, eines Menschen. Und dieser Mensch hat auch nochmal ein Attribut. Hier haben wir ein Keri in der Rentaike, weil ja attributive Verben oder Verbalsuffixe in der Rentaike stehen müssen. Ausdruck der Vergangenheit. Angeschlossen wieder an eine Renyoke, wie bei allen Verbalsuffixen der Vergangenheit. Und zwar von nu, das ist ja das Verbalsuffix der Abgeschlossenheit. Und wie ich ja schon mal erwähnt habe, kommen nu und keri relativ häufig in Kombination vor. Deswegen ist es halt einfach hier ein typisches Beispiel dafür. Und das nu selber hängt dann entsprechend auch an einer Renyoke, nämlich von makaru, das gehört mit mi zusammen. Mi makaru ist ein euphemistischer Ausdruck für sterben. Und dann davor noch Aruji, wie im modernen Japanisch auch der Herr, der Besitzer, der Vorsteher, der Leiter, der Kopf einer Sache oder sonst irgendwas. Insgesamt ist es dann einfach gedichtet, als er, also derjenige, der es gedichtet hat, Kino Tsurayuki, sah den Pflaumenbaum am Haus eines Menschen oder vor dem Haus eines Menschen, dessen Herr oder Inhaber oder Besitzer verstorben war. Gut, und er sah diesen Pflaumenbaum bzw. die Pflaumenblüten und dichtete dazu Iromo kamo mukashi no kosa ni nioe domo ueke mo hito no kage zo koishiki. Wir fangen wieder hinten an. Da haben wir Koishiki. Das ist ganz unverkennbar eine Rentaike. Wenn wir hinten eine Rentaike haben, müssen wir das natürlich auch irgendwie irgendwo durch ausgelöst haben. Dafür haben wir diese Kakarimusubi-Partikel so, die eine leichte Betonung ausdrückt. Bezieht sich aufs Kage, also der Schatten wird irgendwie betont. Koishiki oder Koishi bedeutet sich so fühlen, dass man jemanden sehr stark vermisst oder jemanden herbeisehen oder jemanden sehen wollen. Also es ist nicht irgendwie lieben
Liebe spielt zwar auch irgendwie eine Rolle oder zumindest eine starke emotionale Verbundenheit zu jemandem, aber es ist beim Koichi ist es auch damit verbunden, dass man jemanden, den man halt liebt oder mit dem man sich sehr verbunden fühlt, sich auch herbeisehnt und ihn wirklich sehen will. Das ist damit ausgedrückt. Und man möchte sehen den Schatten. Hito no Kage, den Schatten eines Menschen. Und hier haben wir das Verbalsuffix, worum es sich bei uns dreht, das Kemu. Verbalsuffix einer auf die Vergangenheit bezogenen Vermutung. Hier allerdings nicht, hier ist es attributiv und macht einfach dieses Enkyoku, diese euphemisierende Umschreibung, die man nicht unbedingt so gut übersetzen kann. Wahrscheinlich ist es entstanden aus Keri plus Mu und entsprechend sollte das hier mal ein Keri gewesen sein, was sehr wahrscheinlich ist, muss es dann wegen dieses Vergangenheitssuffixes, von dem es sich ganz ursprünglich ableitet, hier auch an die Ren-Yoke angeschlossen werden. Und zwar von Pflanzen und hier dann die Ren-Yoke Ue, weil es ein Shimo-Nidan-Verb ist. Hier haben wir ein relativ komisches E, das ist nämlich das Ue-E, also aus der W-Reihe sozusagen. Einfach ein Beispiel für Rikishiteki Kanazukai, also die historische Kana-Schreibung. Also, ein Mensch, der gepflanzt hat, beziehungsweise sich herbeisehen und sehen wollen, den Schatten eines Menschen, der gepflanzt hat. So. Kommen wir zum ersten Teil des Gedichtes. Domo. Das kennen wir, das ist ein Jussi, eine Partikel, die an die Isenke angeschlossen wird und die konzessiv übersetzt werden muss, also obwohl. Und dann haben wir hier Nioe. Kommt von Nio, riechen, also obwohl riecht oder obwohl duftet. Und dann Kosa Ni. Das Ni ist auch ein Joshi. Und dann Kosa ist sowas wie die Intensität oder Stärke oder Sättigung. Das kann man in verschiedenen Kontexten benutzen für die Sättigung einer Farbe oder für die Intensität eines Geschmackes oder für die Stärke eines Tees oder Kaffees, wenn man den halt irgendwie mit mehr Kraut oder Kaffeepulver aufgebrüht hat und so weiter. Das ist halt Kosa, also irgendwas so, ne, Substanzbeschreibendes. Gut. Und dann, was für ein Kosa ist das? Mukashi no Kosa, also die Intensität oder das, ja, sagen wir einfach Intensität von früher. Und dann Iro mo ka mo, sowohl die Farbe und ka ist der Duft, mo mo sowohl als auch, sowohl die Farbe als auch der Duft. So, jetzt wird man sich fragen, Farbe ist komisch, Duft geht, Duft kann man riechen, Farbe aber nicht unbedingt. Das liegt daran, dass dieses Nyo ein bisschen schwammig im vormodernen Japanisch gebraucht wurde. Das bedeutet nämlich nicht nur wirklich etwas riechen können, sondern allgemein etwas sinnlich wahrnehmen können. Das heißt also, man kann es auch für andere Sinneseindrücke, wie zum Beispiel die Farbe, die man ja nicht riecht, sondern sieht, benutzen. Nur, dass man sich da jetzt nicht wundert. Also, obwohl sowohl Farbe als auch Duft noch in der Intensität von früher wahrnehmbar sind, so möchte ich sehen oder so sehne ich mir herbei den Schatten des Menschen, der gepflanzt hat. Und dann wen oder was geht aus dem Vorwort hervor, nämlich diese Pflaumenblüten bzw. entsprechenden Pflaumenbaum. Schatten des Menschen, damit ist dann höchstwahrscheinlich gemeint, dass er sich wünscht, ihn noch einmal irgendwie visualisieren zu können, sehen zu können. Gut, das war Gedicht 851 aus dem Kokin Wakashu und dann werde ich den zweiten Beispielsatz zu Kemu gleich noch machen. Problem ist, dass da relativ viel unbekannte Grammatik vorkommt, aber wir schaffen das trotzdem.